In Halle gab es heute ein Spitzentreffen zwischen den Gewerkschaften und den Wirtschaftsministern der ostdeutschen Länder. Worum es dabei ging, wir sagen es Ihnen. Und Inklusion auf der Tanzfläche, 15 Jahre Behindertendisco in Halle. Das sind zwei unserer Themen jetzt im Stadtmagazin. Und hier ist das Stadtmagazin Hallo Halle mit der Ausgabe am Donnerstag. Ich grüße Sie, schön, dass Sie wieder bei uns sind. Ja, und wir beginnen mit dem Wichtigsten vom Tage. Jetzt kurz und knapp für Sie auf den Punkt gebracht in TV Halle aktuell. In Sachsen-Anhalt werden 2023 rund 13.000 Haushalte vom Statistischen Landesamt zu verschiedenen Themen befragt. Mit dem Mikrozensus werden wichtige sozialökonomische Strukturinformationen zur Bevölkerung erfasst. Dazu gehören familiäre Situation oder die Bildungs- und Einkommensverhältnisse. Die befragten Haushalte werden nach einem Stichprobenverfahren ausgewählt. Der Mikrozensus wird seit 1957 jedes Jahr im gesamten Bundesgebiet durchgeführt. Wie attraktiv ist Ostdeutschland für Investoren? Im Rahmen einer IG Metall-Tagung diskutierten Wirtschaftsminister aus vier Bundesländern über Strukturfragen. Bei der Veranstaltung im Halleschen Dorinth-Hotel ging es neben der Energiekrise vor allem um die Entwicklung jenseits der sogenannten Leuchttürme. Mehr dazu in der nächsten Woche in unserem Programm. Die Verbraucherzentrale warnt vor unseriösen Online-Angeboten beim Kauf von Heizöl. So wurde von einem Kunden vor der Lieferung eine Anzahlung von 50% des Preises gefordert. Angeblich bliebe nur dann die Endsumme stabil, andernfalls müsse sie auf Basis der Preisentwicklung auf dem Markt neu berechnet werden. Trotz der Zahlung erhielt der Besteller kein Öl, da die Seite des Anbieters gehackt worden war. Betrüger nutzten die Energiekrise skrupellos aus, insbesondere bei Anzahlungsforderungen sei Vorsicht geboten, so die Verbraucherzentrale. Im Endspurt bei der Bewerbung um das Zukunftszentrum hat sich Halle in Berlin präsentiert. In der Landesvertretung Sachsen-Anhalts wurden am Mittwoch im Rahmen eines parlamentarischen Abends die Vorzüge der Stadt herausgestellt. Ministerpräsident Haseloff verwies darauf, dass es hier die besten Erfahrungen mit dem Strukturwandel gebe. Kein Land habe nach der Wiedervereinigung so komplizierte Ausgangsbedingungen gehabt wie Sachsen-Anhalt. In wenigen Wochen wird über den Standort des Zentrums entschieden. Der private Regionalbahnanbieter Abellio konnte im vergangenen Jahr seine Fahrgastzahlen mehr als verdoppeln. Die Steigerung auf rund 18,8 Millionen ist auch im Vergleich zu den Werten vor der Corona-Pandemie ein Zuwachs von 20%. Wesentlichen Anteil an dieser Entwicklung hatte der Sommer 2022 durch die Einführung des 9-Euro-Tickets. Auch 2023 rechnet das Unternehmen mit Sitz in Halle damit, neue Fahrgäste zu gewinnen und will sich personell verstärken. Das Wochenende Party machen mit Freunden in irgendeiner Diskothek. Für die meisten von uns ist das völlig normal. Doch Menschen mit Behinderung bleibt das oft verwehrt. Entweder trauen sie sich nicht oder sind körperlich nicht in der Lage, einfach allein loszuziehen und sich unter das feiernde Volk zu mischen. Doch ist das wirklich Inklusion? Der Verein Lebenstraum versteht darunter was anderes. Er hatte 2008 ein Projekt auf den Weg gebracht, das Menschen mit Handicap mehr Teilhabe ermöglicht, und zwar auch beim Feiern. Und so feiert man in diesem Jahr 15 Jahre besonderes Discofieber in Halle. Tanzen, feiern, Party machen, wie jeder andere. Für Menschen mit Behinderung immer noch nicht selbstverständlich, vor allem, weil Gelegenheiten fehlen. Der hallische Verein Lebenstraum schafft diese Gelegenheiten. Seit 15 Jahren organisiert er Discoabende für Menschen mit Handicap. Und der nächste wird gerade vorbereitet. Wo alle eingeladen sind und ja, jeder kommen kann, der möchte.
und sich hier mit Freunden trifft oder auch neue Leute kennenlernen kann und ja, wo vielleicht sonst im normalen Leben im Halle jetzt wenig Raum ist für Menschen mit Behinderung. Disco Deluxe heißt die Partyreihe, angelehnt an den ersten Veranstaltungsort im Lux-Kino 2008. Doch bereits ein Jahr später brauchte man eine neue Location. Das Objekt 5 in Giebichenstein hatte sofort zugesagt. Ja, das war uns von vornherein eine Selbstverständlichkeit, als wir angefragt worden sind. Also die Idee, Menschen, die vom Schicksal benachteiligt sind, hier einen Ort zu bieten, an dem sie ja dann jedes Mal drei freudvolle Stunden haben. Und das bemerken wir ja auch, das sehen wir auch. Und das war uns ein selbstverständliches Anliegen. Was als Experiment begann, entwickelte sich mit den Jahren zu einem Erfolgsmodell. Eine öffentliche Disco für Behinderte und Nichtbehinderte. Vergleichbares gibt es weit und breit nicht. Es gibt leider in Halle kaum was, glaube ich, wo man öffentlich mal hingehen kann. Und deswegen war das uns ein Anliegen, das anzubieten, so einen Raum anzubieten. Und wer kommt, der kommt. Für den guten Ton sorgt an diesem Abend Marco Gebhardt, Profi-DJ aus Halle. Seit 30 Jahren legt der Tonmacher auf, doch für diesen Disco-Abend will er sich besondere Mühe geben. Man hat ja so gewisse Vorstellungen, wie kann das funktionieren, wie ist das, wenn die Leute so da sind. Man weiß ja, dass doch ein Handicap da ist, dass manche sich in Rollstühlen bewegen und so weiter. Gewisse Verantwortung trägt man ja auch. Nicht nur, dass man die Musik macht und Leute unterhält, das ist ja ein redaktioneller Teil. Und man muss ja auch wirklich darüber nachdenken, wie bringt man sowas mit einem gewissen Niveau auf die Beine. Anke Tschenker hatte den Verein Lebenstraum 2007 gegründet, weil ihr wirkliche Inklusion, also das selbstbestimmte Leben behinderter Menschen, immer noch zu kurz kommt. Hier ist Inklusion keine leere Worthülse und findet auf der Tanzfläche statt. Also das könnte auch jeder andere kommen zu dieser Zeit und einfach auch mal hier sich die Musik genießen, Bier trinken und sich unter das Volk mischen, ja, was dann hier ist. Und damit es richtig abgeht, will DJ Tonmacher alle Musikregister ziehen. Der 50-Jährige ist sich sicher, auch diesmal wird keine Langeweile aufkommen. Es ist mein Schlager dabei, es sind die 80er Jahre, es sind die 90er Jahre, es sind aktuelle Charts mit dabei, miteinander vermischt, Moderation dazwischen, auch Einbeziehung der Leute. Wir hatten auch hier und da zwei, drei Programmpunkte, wo die Leute selber auch eine Kleinigkeit gemacht haben, mal was vortragen oder ein Instrument spielen. Insgesamt soll es 6 Veranstaltungen in diesem Jahr geben. Doch die schönste Disco ist sinnlos, solange keiner hingeht. Deshalb wirbt Anke Tschenker, wo sie kann, für ihr Projekt und hofft auf viele Gäste. Denn vielleicht wartet an diesem Tag ja sogar die große Liebe. Es gibt welche, die sich ja kennengelernt haben. Ja. Dann natürlich immer gucken müssen, ob sie sich dann auch wieder treffen. Das hängt dann immer von den Umständen ab, wo sie wohnen. Alle HallenserInnen sind also herzlich eingeladen. Saturday Night Fever im Objekt 5 am 18. Februar ab 14 Uhr. Ja, so viel dazu. Die Einladung steht, also schauen Sie vielleicht mal vorbei. Und wenn Sie diesmal keine Zeit haben, wie gesagt, es gibt 6 Ausgaben dieser besonderen Disco-Veranstaltung in Halle im Objekt 5. Und wir schauen noch kurz aufs Wetter. Falls Sie Autofahrer oder Autofahrerin sind, haben Sie es heute Morgen selbst gemerkt. Da war wieder Eiskratzen angesagt. Das heißt, der Winter ist zurück. Hier die Aussichten. Der Freitag zeigt sich von seiner schönsten Seite und überrascht uns mit Sonnenschein, kaum Wind und Temperaturen um die 2 Grad. Mit Niederschlag ist nicht zu rechnen. Doch schon am Samstag kommt der Winter zurück, es bleibt tagsüber bedeckt, der Wind frischt auf und gegen Abend ist mit Schnee zu rechnen. So bleibt es auch am Sonntag, die Temperaturen erreichen maximal die 1-Grad-Marke. Es ist mit Schneefall und böigem Wind zu rechnen. So viel für heute aus der Hallo Halle Redaktion. Ich räume jetzt hier das Feld und morgen macht hier meine Kollegin Ulrike Wölfel weiter. Ihnen jetzt noch einen schönen Tag. Tschüss bis dahin und danke fürs Zuschauen.
Das sind die Schlagzeilen am Freitag. Immobilien, neue Pläne für altes Möbelhaus. Zukunftszentrum, Halle wirbt für sich in Berlin. Umwelt, Gymnasiasten verhandeln übers Klima. Das und mehr lesen Sie am Freitag in Ihrer Mitteldeutschen Zeitung.